Schule. Also ja, 2023 geht einfach so weiter, wie 2022 aufgehört hat. Normal könnt ihr nicht, oder? Nee, normal geht scheinbar wirklich nicht. Wieder 1 und hinten gelegen und trotzdem 3-1 gewonnen. Auswärts in Hannover, überrannt. Und du hast mit dem 1-1-Ausgleich ganz entscheidend dazu beigetragen, diesen Weg zu ebnen. Wie schön war es auch für dich, gerade nach deiner langen Verletzungspause, dann so einen wichtigen Treffer zu erzielen? Natürlich ein sehr schönes Gefühl, mein erstes Tor geschossen zu haben. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, egal, wer die Tore schießt. Wir haben das Spiel 3-1 gewonnen und nur das zählt. Und kann man denn überhaupt erklären, was ihr da in der zweiten Halbzeit anders gemacht habt, dass es plötzlich so gut und erfolgreich verlaufen ist? Ich würde sagen, dass die erste Halbzeit gar nicht so schlecht war. Hannover macht dann mit der einen Chance das Tor. Wir sind eigentlich gar nicht so schlecht im Spiel, aber wir wissen, dass wir immer wieder zurückkommen können, machen dann das 1-1 und dann kommen wir in den Rausch mit den Fans zusammen im Rücken. 2-1, 3-1 und wunderbar. Du sagst es schon, die Fans, wie wichtig waren die denn heute? Knapp 8000 lauter in Hannover. Ja, wieder unglaublich. Also wir haben scheinbar gar keine Auswärtsspiele dieses Jahr, das ist einfach unfassbar. Ich glaube, man hört hier, egal wo man auf dem Feld steht, man hört die Kaiserslautern-Fans. Einfach nur unglaublich. Und so kann es weitergehen, oder? Auf jeden Fall. Dann vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Nochmal. Ciao, ciao. Zocki, 2023 geht einfach so weiter, wie 2022 aufgehört hat. Normal ist immer noch nicht, oder? Ja, ist doch gut für uns. Das Spiel so an sich war gut von uns. Wir sind schwer reingekommen, die ersten 10 Minuten, dann haben wir uns gefangen. Aber trotzdem, Hannover hatte fast keine Chance. Klar, der Schuss und danach noch ein Schuss, aber das war es auch schon erste Halbzeit. Zweite Halbzeit, dann haben sie ein bisschen, ja, zwei, drei Dinger gehabt, wo wir dann gut geklärt haben. Aber ja, im Großen und Ganzen war das schon ein verdienter Sieg für uns. Du hast ja auch mit zwei Vorlagen, die wir gezählt haben, entscheidend hier zum Sieg beitragen können. Wie stolz bist du denn, dass du deine Scorerpunkte ein bisschen erhöht hast? Ja, ich bin mal froh, dass der Terence jetzt mal einen gemacht hat von mir. Er hatte vorher schon zwei, dreimal die Chance gehabt. Der Eckball ist jetzt kein Scorerpunkt von mir, weil Bobo den verlängert hat. Aber es ist egal, wie viel Scorerpunkte oder nicht, Hauptsache wir gewinnen. Aber trotzdem ist es so, ihr habt wieder in der zweiten Halbzeit einfach nochmal gefühlt eine Schippe draufgelegt, nochmal zugelegt und dadurch doch so ein bisschen verändert gewirkt, auch wenn es vielleicht in der ersten Halbzeit auch die eine oder andere gute Aktion gab. Was passiert denn da in der Halbzeit? Ja, es gibt eine Ansprache, was wir besser machen müssen und das haben wir heute gut umgesetzt. Genau die Sachen haben wir angesprochen, die wir dann in der zweiten Halbzeit besser gemacht haben und dann am Ende noch ein Konter gesetzt, was dann auch wichtig war für uns, dass wir 3-1 gemacht haben und den Dreier mitgenommen haben. Und hier auch wieder 8000 Lauterer, vielleicht sogar mehr mit im Stadion. Welche Rolle haben die denn auch dran, dass ihr dann eben doch eben immer noch mal nachlegen könnt? Also ich glaube, es waren auf jeden Fall mehr als 8000. So hat es auf jeden Fall mal ausgesehen. Das ist einfach Wahnsinn, was die Fans abspulen. Jede Auswärtsfahrt, so viele Leute dabei. Und das gibt natürlich immer noch einen Schub, natürlich. Und wir sind einfach froh, dass wir die Fans heute belohnen konnten. Dann vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, Dankeschön. Thank you.